Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder, 12.30 Uhr. Reinhard Kolm vom Institut für Customer Experience Management mit seinen Mitstreitern. Da hat der Folienjockey schon zugeschlagen und ist schon mal eine Folie weitergesprungen. Ich wollte so ein bisschen erzählen, was wir heute machen. Ich bin nicht alleine, da wollte ich einfach auch nochmal den David Speth, den Holger Heinze und den Sebastian Müller ans Mikrofon holen. Die müssen jetzt mal ihr Mikro freischalten, damit wir sie auch hören können. Herzliche Grüße von David Speth aus Hamburg. Hallo, Einen Sebastian Müller wunderschönen guten hier. Tag. Hallo aus Frankfurt. Ja, hier muss man mal ganz genau aufpassen, wenn man sich nicht in die Augen gucken kann und das alles so virtuell ist. Wer ist dann wann dran? Ja, wir sind am dritten Tag, der dritte Schritt der Ultimate Customer Experience. Mit unserem Partner Novomind, Otto Group Service Provider und O'Donovan. Ich rede noch ein bisschen vorweg, weil ich sehe, hier trudeln noch so einige Teilnehmer ein. Das ist hier auch Lunch und Learn und vielleicht gehört da auch noch ein guter Kaffee dazu. Also, versorgen Sie sich, rüsten Sie sich auf. Ein kleiner Rückblick, was bisher geschah. Da sollten wir noch mal einen kurzen Blick drauf werfen. Ja. Gestern hatten wir den Holger Heinze mit dem ganzen Thema Sales und Marketing. Was passiert da eigentlich? Aus Fremden werden Besucher. Keine Angst, wenn Sie das verpasst haben, es gibt eine Aufzeichnung, auch wie von diesem Webinar. Also wir zeichnen alles auf. Der David Speth wird gleich nochmal im Chat die Links rumschicken, und zwar vom Vortrag von gestern und auch vom Vortrag von vorgestern. Chat ist ein gutes Stichwort. Chat und Fragen. Sie können mit uns kommunizieren über die Fragen oder über den Chat. Wenn irgendwas ist, schicken Sie uns unsere Fragen. Ja, ich schaue nochmal auf meinen Spickzettel, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich hoffe, ich habe die wichtigsten Sachen alle erwähnt. Ich wünsche jetzt mal allen viel, viel Spaß und übergebe einfach mal an den Sebastian Müller. Ja, hallo, Sebastian Müller hier. Genau, ich würde mal ganz kurz darauf eingehen, was bisher geschah. Also gestern hat sich ja der Holger Heinze quasi einen Überblick gegeben, was aus Sicht von ihm und auch von O'Donovan wichtig ist, was jeder Retailer, jeder Händler im Blick haben sollte, um seinen Commerce Case wirklich zum Erfolg zu führen. Und was ich heute vorstellen werde, ist eine ganz konkrete Umsetzung eines Omnichannels-Projektes in einem etwas ja, abenteuerlichen Umfeld, quasi nicht in Deutschland, nämlich in Asien, speziell in Thailand. Und welche Aspekte es zu beachten gab, welche Herausforderungen auftraten, um dieses Projekt letztendlich auch zum Erfolg zu bringen. Genau. Am Anfang möchte ich ganz kurz das Umfeld mal beschreiben, in dem wir uns befanden. Also es geht hier quasi um ein Projekt innerhalb der CP Group. Die CP Group ist quasi das größte privat geführte Unternehmen in Thailand mit rund 360.000 Mitarbeitern und einer großen Anzahl an Dollars Jahresumsatz. Im Wesentlichen decken die alle Sparten ab, die man sich so als Industrie-, Einzelhandels- und produzierendes Unternehmen vorstellen kann. Also quasi wirklich Lebensmittelherstellung, aber auch Autoproduktion, quasi alles. Und diese CP Group besteht aus einer ganzen Reihe von weiteren Untergesellschaften und beispielsweise auch von CP All. CP All ist der größte Lizenznehmer von 7-Eleven in Thailand und hat dort quasi 12.000 7-Eleven-Filialen, also quasi Offline-Stores, und beschäftigt 170.000 Mitarbeiter. Und unter dieser CPO-Flagge gibt es aktuell vier Brands. Das ist zum einen shop24.com, all online, provided by 7 Online, 24 Catalog und einen sehr religiösen Shop, weil die Thailänder sind nun mal sehr buddhistisch, Amulet at 24. Wie sieht denn jetzt mal so ein konkreter Brand aus, den wir jetzt hier auch umgesetzt haben, der jetzt quasi auch einen Omnichannel Case abbildet, mit Bezug auf 24 Shopping oder shop24? Prinzipiell ist shop24 ein Universalversender, ähnlich wie Otto, macht quasi von Fashion, Beauty, Health, Consumer Electronics und Home Appliance wird alles verschickt und bereitgestellt. Und es gibt die folgenden Absatzkanäle. Also es ist im Wesentlichen ein Full Responsive Webshop. Es gibt eine Reihe von nativen Sales Apps.
Es gibt in den 7-Eleven-Filialen Terminals und Tablets, die quasi durch die Mitarbeiter oder eben auch durch die Besucher der Stores genutzt werden können, und dem Kunden dort quasi auch ein Kauferlebnis innerhalb der Filialen zu gewährleisten. Und es gibt noch relativ klassisch in den 7-Eleven-Stores selber eine Art On-Shelf-Ansatz, wo quasi Topseller-Produkte der Brand quasi noch auf einem Regal präsentiert werden. Genau, das ist quasi mal so ein grober Überblick über den eigentlichen Omnichannel-Case. Aber bevor so ein Projekt losgeht, muss natürlich auch klar sein, müssen Erwartungen gestrafft werden, müssen Visionen ausgerufen werden, die letztendlich das Ziel von so einem Projekt sind. Und wie ich schon gesagt habe, in CPAll ist quasi der größte Lizenznehmer von 7-Eleven aus den Vereinigten Staaten und hat somit eine immense Power im Offline-Handel schon gehabt in Thailand. Und diese Power wollten sie quasi mit einem Projekt, das Offline to Online hieß, auch quasi auf die Online-Schiene bringen. Genau. Und eine weitere Vision war letztendlich, CPAll soll der Omnichannel-Händler schlechthin in Thailand werden und über diese Plattform alle möglichen Sortimente, die gängig sind, über diese Kanäle hinweg vertreiben. Nichtsdestotrotz gab es auch eine Reihe von Erwartungen oder Vorgaben, die CPAll an den Implementierungspartner, in dem Fall OSP, gegeben hat. Ganz wichtig war halt wirklich auch ein breit gefächertes Wissen, nicht nur mit dem Fokus E-Commerce zu haben, sondern prinzipiell auch Beratungsleistung in IT, Logistik, aber eben auch in den Themen UI und UX bereitzustellen. Und die Software, die quasi für diesen Omnichannel-Case eingesetzt werden soll, muss natürlich auch zukunftsfähig und flexibel sein, um quasi jetzt nicht in irgendeinen Update-Log zu kommen, wenn man jetzt mit nach 5 Jahren diese Plattform weiterentwickelt hat und quasi weitere Use-Cases draufbringen will. Genau, aber es war auch eine große Erwartung des Kunden, dass quasi nicht die Software allein aus Deutschland hergestellt wird und immer nur Liefergegenstände übergeben werden, sondern auch eine schrittweise Übergabe der Applikation und eine Zunahme der Verantwortung von internen IT-Dienstleistern in diesem Projekt. Und das wurde quasi auch durch OSP, durch diverse Trainingskonzepte, viel Dokumentation und auch beispielsweise durch Remote Pair Programming sichergestellt. Aber auch quasi eine Erwartung war es quasi, den Kunden selber die Fachabteilungen im agilen Ansatz zu schulen und auch zu trainieren. Denn bis dato war man relativ wasserfallartig unterwegs und ja, das hat sich auch sehr oft in den Projektergebnissen, in vorherigen Projekten wiedergespiegelt. Und natürlich war es auch die Erwartung, gelegentlich auch vor Ort zu sein in Thailand. Also viele von euch werden wahrscheinlich denken, wie toll ist das denn? Aber da das in Bangkok war und ja, viel, viel Stau, viel Stress, viel schlechte Luft, ist das manchmal sehr herausfordernd gewesen, trotzdem immer sehr interessant. Ansonsten hat quasi oder findet die Zusammenarbeit seit Beginn des Projektes in 2015 im größten Teil remote statt. Genau. Wie sieht jetzt so eine typische Customer Journey auch über die einzelnen Channels oder die Touchpoints hinweg aus? Also man muss halt davon ausgehen oder man muss quasi sich vorstellen, in Thailand ist man identifiziert man sich sehr stark über soziale Netzwerke. Also das ist nicht unbedingt Facebook oder Google vertreten, es ist eher so dieses Line. Also Line ist quasi die führende soziale Netzwerk in Thailand. Und viele Inspirationen, Kaufanregungen werden halt wirklich durch Freunde geteilt oder werden quasi einfach aktiv durch Push-Notifications oder Marketingkampagnen über dieses Medium verteilt. Und so wird beispielsweise der geneigte Thailänder, wenn er früh in einem langen Stau in seinem Büro ankommt, über eine Push-Notification informiert, dass es bei Shop24.com ganz, ganz tolle Produkte gibt. Also wird er quasi das Entdecken des Produktes per Webshop, beginnt er seine Customer Journey. In einem nächsten Schritt, vielleicht ist es in der Mittagspause oder schon auf dem Weg nach Hause, wieder in einem langen Stau in Bangkok, bekommt er eine Erinnerung, dass er sich dieses Produkt angeguckt hat auf seine native App und vielleicht trifft er jetzt die Kaufentscheidung. Fährt dann vielleicht noch in einem 7-Eleven-Store vorbei, um quasi für den Abend noch was zu trinken und noch ein bisschen was zu essen zu holen und entscheidet sich quasi mit seinem Warenkorb, den er aktuell schon auf der App und auf der Website hat, diesen quasi durch Upselling des On-Shelves oder per Kiosk oder Tablet zu erweitern. Ein weiterer Schritt der Customer Journey ist quasi die Bezahlung in den 7-Eleven-Filialen selber. Man muss dazu sagen, dass die Thailänder wirklich noch sehr, sehr, sehr bargeldaffin sind. Also dass das wirklich schon noch eine der hauptsächlich eingesetzten Zahlungsmittel ist. Die Plattform an sich selber bietet natürlich auch Online-Zahlungsmittel, aber das ist ein ganz wichtiges Indiz, auch
was auch dazu führt, dass der entsprechende Kunde in der Filiale vorbeikommt. Und letztendlich, wenn dann seine Bestellung bezahlt worden ist, kann er dann auswählen, ob er die sich nach Hause liefern lassen will oder ob er die dann quasi in der Filiale abholen will. Und nach dem erfolgreichen Kauf wird er natürlich auch aufgefordert, dieses Kauferlebnis zu teilen. Also das Thema hat ja auch Holger gestern nochmal quasi beschrieben. Wie bekomme ich Feedback von meinen Kunden? Also es wird auch quasi ganz aktiv, nicht sehr aufdringlich, der Kunde gefordert, quasi sein Kauferlebnis zu teilen, auch wieder über soziale Netzwerke. Und somit ist das quasi so eine Art Customer Journey, die sich immer wieder von Inspiration und von Teilen des Kauferlebnisses erhält. Genau, das war jetzt mal so ein grober Überblick über das eigentliche Projekt. Im nächsten möchte ich wirklich über Erfolgsfaktoren und eben auch Sachen sprechen, die dieses Projekt zum Erfolg gebracht haben. Aber was man generell auch in Omnichannel Cases beachten sollte, um quasi am Ende wirklich einen erfolgreichen Case zu haben. Natürlich, ganz wichtig ist es, dass man auch zukunftssichere Technik einsetzt und man einen Implementierungspartner oder einen Entwicklungsdienstleister hat, der diese Techniken und Ansätze ohne Widersprüche beherrscht. Ne? In diesem Systemstack ist quasi ein Novomind iPIN verbaut als zentrale Produktinformationssystem. Der Novomind iShop nicht einfach nur als Webshop-Komponente, sondern als Commerce-Plattform, würde ich im Nachgang quasi auch nochmal im Detail erklären. Es gibt eine zentrale Order-Management-Komponente namens Mubex. Das ist ein Order-Management-System, was von OSP entwickelt wird, aber auch quasi Mubex Logistics, was quasi auch von OSP entwickelt wird, was den Fokus Warehouse-Management-System hat. Des Weiteren, wie schon gesagt, gibt es eine Reihe von nativen mobilen Applikationen, die auf diesen Stack laufen. Die wurden durch einige thailändische lokale Mobile-App-Agenturen entwickelt. Aber auch eine zentrale Komponente ist das Loyalty-System All-Member, was eine individuelle Entwicklung von CPAll ist, wo quasi alle Kundendaten, alle Rewards, alle Errungenschaften der Kunden zentral gespeichert werden, damit quasi auch Kunden auf ihre gesammelten Vorteile zentral aus allen Kanälen zugreifen können. Ein kleiner Schnipsel wurde auch quasi in das Kassenmodul von CPAll implementiert, damit die Customer Journey quasi das Bezahlen und das Abholen in der Filiale realisiert werden kann. Und last but not least, ein größeres Softwaremodul ist das Thema, ist die Software eMassis, die für die zentrale Kommunikation für Newsletter und Push-Benachrichtigungen in Richtung Kunden verantwortlich ist. Genau. Wie sieht das dann in der Praxis aus? Also das ist das aktuelle Big Picture der aktuellen Implementierung, der aktuellen Architektur. Mag vielleicht ein bisschen erschlagend aussehen, ist aber aus meiner Sicht relativ simpel, die Botschaft dahinter. Man hat einen zentralen Headless Omnichannel Connector, über den quasi alle Verkaufskanäle kommunizieren. Ne? Also wir haben quasi zusammen mit Novomind hier diesen Novomind iShop in dem Sinne erweitert, dass alle Business-Prozesse, die aktuell für den Webshop zur Verfügung standen, über diesen Headless Omnichannel Connector Approach quasi in alle Kanäle wie Mobile Apps, Displays, Kassensysteme und auch Chatbots zur Verfügung gestellt werden können. Und im Hintergrund tut natürlich dieser Omnichannel Connector die Komplexität der Abwicklung über das Auftragsmanagementsystem oder eben aber auch über die Logistik abstrahieren und den eigentlichen Kanal verbergen. Was waren jetzt aber wirklich so die Knackpunkte in diesem Projekt oder was sind so die Best Practices, die man in einem Omnichannel Case stetig anwenden muss aus Sicht von OSP? Das ist zum einen eine zentrale Business-Logik, die quasi kanalunabhängig Business-Prozesse dem Kunden bereitstellt. Es ist halt einfach egal, wo ich mich gerade befinde, ob ich an einem Display stehe oder in der Website-Browser. Letztendlich ist der Checkout-Vorgang, die ganzen Business-Rules, die in so einem Checkout-Vorgang drin sind, müssen zentral vorgehalten werden, weil ich möchte den Kunden quasi immer das gleiche Kauferlebnis, das gleiche Bedienerlebnis zur Verfügung stellen. Was kann ich damit sicherstellen? Also ich kann quasi darüber die Cross-Channel-Kompatibilität sicherstellen, weil wenn ich gleiche Business-Prozesse über meine Kanäle hinweg habe, ist das quasi ein Erfolgsfaktor für eine Cross-Channel-Customer-Journey. Ein weiterer Aspekt ist das Thema Produktdatenhomogenität auf allen Kanälen.
Also ich habe es persönlich schon sehr oft erlebt in einigen Systemen von Händlern, die sich auch Omnichannel-Händler genannt haben, aber quasi mit Excel-Tapeten zwischen den einzelnen Kanälen hin und her die Produktdaten geschoben haben oder im schlimmen Fall quasi auch Produktinformationssysteme pro Kanal gehabt haben. Best Practice ist hier definitiv Produktdatenhomogenität auf allen Kanälen und sichergestellt werden kann das durch ein zentrales PIM-System, worüber ich dann quasi alle Produkte in die Kanäle und Marken hineinsteuern kann. Auch ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor in Zeiten von Personalisierung, muss jetzt nicht unbedingt die 1:1-Personalisierung sein, aber schon eine generelle Kundensegmentierung, um dies sicherstellen zu können, auch den Kunden über alle Kanäle hinweg gleich ansprechen zu können, weil ich kenne nun mal seine Vorlieben, ich kenne sein Kaufverhalten, muss ich quasi auch ein zentrales System haben, was diese Personalisierung persistiert. Und wenn das Device quasi dann das zentrale System, wie in dem Fall der iShop, kommuniziert, werden halt quasi der Login auf einem Kanal dazu genutzt, den Kunden zu identifizieren und ab dann ist quasi dieses Device immer mit diesem Kunden verbunden. Und somit kann ich quasi über dieses Device personalisierte Sachen an den Kunden bereitstellen. Ein ganz wichtiger Aspekt ist das Thema Content-Homogenität. Also wenn ich den Kunden ein Seamless Customer Journey zur Verfügung stellen will, muss ich ihnen im gleichen Kontext immer wieder gleichen Content präsentieren. Sprich, ich muss eine Fashion Category beispielsweise immer mit denselben Teasern und mit denselben Emotionen den Kunden präsentieren. Weil es wäre nichts schlimmer, wenn ich mir Content auf einer Website angucke zu einer bestimmten Kategorie und sehe dort entsprechende ja, Teaser mit die Gefühle ausdrücken sollen. Und das wäre unterschiedlich, wenn ich mir die gleiche Kategorie auf der Mobile App angucken würde, wäre das für mich ein absolutes No-Go. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, ein zentrales Content-Management-System, das für alle Kanäle und Marken zur Verfügung gestellt wird, was auch am Ende dazu führt, dass ich als Content-Manager Content im Bestfall nur einmal pflegen muss und dieser Content von allen Kanälen wieder aufgegriffen werden kann. Also auch der Fokus hier, Reduzierung von Workload beim Händler. Last but not least, Thema homogene Auftragsabwicklung. Versteht sich fast von selbst, aber ich habe es auch persönlich schon sehr oft erlebt, dass Händler im Multi-Channel, Omnichannel-Umfeld quasi für einzelne Verkaufskanäle unterschiedliche Order-Management-Systeme oder eben auch ERP-Systeme einsetzen. Ne? Aber wie bekomme ich denn mit wenig Aufwand einen klaren Blick auf meine Kunden oder Auftragsdaten? Und wie kann ich darüber eine Bestandssicherheit sicherstellen? Also das sind die wesentlichen Aspekte, zu sagen, das Best Practice ist in dem Fall ein zentrales Order-Management-System, um einen klaren Blick auf Kunden- und Auftragsdaten und Bestandsdaten zu gewährleisten. Genau, jetzt habe ich relativ viele Sachen erwähnt. Ich möchte noch zwei Sachen ein bisschen fokussieren. Das ist zum einen das Thema zentrale Business-Logik, auf das ich eben schon mal leicht eingegangen bin. Welche Business-Logiken handelt es sich denn im Wesentlichen? Die ganzen Buzzwords, die jetzt hier aufgelistet sind quasi sortiert nach einer typischen Customer Journey. Denn das ist im Wesentlichen der Suchservice, der am Anfang steht. Der Kunde sucht irgendwas, er möchte irgendwas. Im zweiten möchte er inspiriert werden. Über was wird er denn inspiriert? Er wird über Kategoriedaten und Produkte inspiriert oder eben auch über Content. Des Weiteren sucht er quasi nach Kundenbewertungen oder eben auch nach personalisierten Kundenempfehlungen. Dann ist er natürlich immer sehr scharf und muss auch sagen, Thailand ist quasi das Land der Promotions. Also es gibt, glaube ich, keine Warenkörbe, die ohne Rabatte, ohne Zugaben, ohne etc. pp. Promotion-basiert platziert werden. Ne? Dann kommt es zu einer Kaufentscheidung und natürlich muss ich eine zentrale Business-Logik für Registrierung und Anmeldeprozesse in meinem System vorsehen, die quasi auch wieder durch alle Kanäle geteilt werden. Und natürlich für den Händler das ganz Wichtige, der Checkout-Prozess, quasi die Kasse im Onlinehandel, die muss natürlich auch zentral verwaltet werden. Also alle Checkout-Prozesse für alle Kanäle inklusive der Zahlungs- und Versandoptionen. Um aber auch den Kunden nach seinem erfolgten Kauf in sogenannten After-Sales-Services auch konsistent über alle Kanäle hinweg die Order History oder quasi auch die eigenen Daten, eigenen Reviews zur Verfügung zu stellen, ist es auch sehr wichtig, dafür eine zentrale Business-Logik zu haben. Und wie vorhin schon gesagt, das Thema Kundenbenachrichtigung ist auch eine zentrale Komponente, die bereitgestellt werden muss, um zum Beispiel zu verhindern, dass schon allein von einem Kanal ausgesteuerte Nachrichten
unterschiedliche Formate zu einem anderen Kanal beispielsweise haben. Deswegen ist das auch ganz wichtig, Kundenbenachrichtigungen über eine zentrale Business-Logik über alle Kanäle hinweg. Ein Thema möchte ich auch noch ein bisschen mehr fokussieren, das ist das Thema Produktdatenmanagementsystem. Das wird ja der David morgen auch nochmal aufgreifen, an welchen Erfolgsfaktor man quasi mit einem Produktdateninformationssystem hat. Hier nochmal ganz klar die Botschaft, ich habe eine zentrale Produktdateninstanz, wo ich als Händler alle meine Produkte quasi pflege, daraus hochwertige Produkte mit Multimedia-Daten mache und die dann zentral in die einzelnen Marken steuern kann und quasi auch markenspezifische Attribute, Preise, Langtextbeschreibungen beispielsweise für das Thema Suchmaschinenoptimierung und eben auch Multimedia-Content hinterlegen kann. Also ein ganz konkreten Fall ist, ich habe ein großes Produktdateninformationssystem, habe dort ein Produkt, steuere dieses Produkt quasi auf eine Brand hinaus, merke, das ist der absolute Topseller und muss dann als Händler in der Lage sein, dieses Produkt am besten just in time sofort auf alle anderen meine Brands freizuschalten, dort auszurollen. Und das kann ich quasi über ein zentrales Produktdateninformationssystem gewährleisten. Und natürlich, wenn ich nur ein System habe, reduziert sich damit natürlich der Pflegeaufwand und ich habe Datenkonsistenz, Produktdatenkonsistenz über alle Kanäle hinweg. Ja, jetzt haben wir quasi mal so ein bisschen über Best Practices und über Hard Facts gesprochen. Nichtsdestotrotz, in so einem großen Projekt ist es natürlich auch immens wichtig, die sogenannten Weichenfaktoren zu beachten. Also es bringt halt nicht immer was, über die Technik zu brillieren. Also das ist zwingend notwendig, aber es ist nicht der Garant für den Erfolg. Letztendlich braucht man als Händler einen Partner, der überzeugt in seinem Prozess und Branchen-Know-how. Und dass man quasi auch den Kunden versteht und mit dem Kunden zusammen auf einer Augenhöhe diskutiert oder redet oder bespricht. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist das Thema Cultural Awareness. In dem Fall war es wahrscheinlich sehr notwendig, also muss natürlich viel Verständnis haben für andere Kulturen. Das ist jetzt nicht nur notwendig, jetzt, wenn ich Projekte im Ausland beispielsweise mache, das ist auch wichtig, Händler zu verstehen. Also weil auch Händler in Deutschland sprechen unterschiedliche Sprachen. Und ich muss mich natürlich dort auf den Händler einlassen und seine Kultur beachten, um letztendlich mit ihm ein erfolgreiches Projekt durchzuführen. Ein weiterer Aspekt ist quasi das Thema Projektmethodik. Also wenn man natürlich jetzt sagt, du lieber Kunde, ich möchte das jetzt hier alles agil machen und der schlägt jetzt quasi die Hände über den Kopf zusammen und sagt, naja, wir haben das jetzt bisher alles relativ klassisch gemacht, sprich wasserfallartig, dann muss man sich auf diesen Partner auch, auf diesen Kunden auch einlassen können. Und letztendlich muss sich der Partner, Implementierungspartner, Softwarelieferant daran anpassen. Und was auch ganz wichtig ist, man sollte in so einem Projekt extrem flexibel sein, auch im thailändischen Umfeld. Da werden halt mal Anforderungen kurz vorm Rollout einfach umgeworfen, Sachen kommen neu hinzu. Also muss quasi schon auch einen gewissen Raum haben für Flexibilität, um in so einem Projekt quasi auch agieren zu können. Genau. Und ein ganz wichtiges Thema ist halt auch das Thema KPIs und Tracking. Also man muss natürlich auch gucken, welche KPIs, welche Ziele definiere ich zusammen mit den Kunden bis wann. Und dann muss natürlich auch ein permanentes Tracking und Beobachten dieser KPI-Entwicklung stattfinden. Genau. eGrowth. Was ist eGrowth? Ein Optimierungsprojekt. Also ich habe jetzt eine ganze Reihe von Facts über Erfolgsfaktoren für ein Einführungsprojekt einer Omnichannel-Software erwähnt und auch gesagt. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch Sachen, die quasi nicht durch Technik erledigt werden können. Um quasi wirklich einen coolen Tech-Stack, super Prozesse auch wirklich in Umsatz und auch Gewinn zu transformieren. Und das haben wir auch quasi zusammen mit unseren Kunden in Thailand gemacht. Wir haben im Jahr 2019, Anfang des Jahres 2019, in einem Workshop-artigen Workstream mehrere gemeinsame Ziele definiert. Das erste Ziel war, die aktuell vorhandene Conversion Rate von 0,9 auf 1,7 zu steigern. Manche von euch werden jetzt wahrscheinlich die Hände um den Kopf schlagen und sagen, was ist das denn für eine Conversion Rate? Man muss dazu sagen, die asiatische Conversion Rate ist ein wenig anders und auch sehr gering. Die in Thailand ist noch viel geringer. Also die Leute nutzen wirklich Kanäle, um sich einfach
zu informieren, dort zu gucken. Also man hat dort im Durchschnitt wirklich eine Conversion Rate von 0,9 bis 1,1. Genau. Eine zweite Sache, auf die wir uns geeinigt haben, dass die Startseiten-Performance auf eine KPI von 3,4 verbessert werden soll. Warum? Weil quasi diese KPIs werden ja von Google sehr überwacht. Man muss auch hier dazu sagen, dass die Webseiten in Thailand oder generell in Asien gefühlt zu lang sind wie Tapetenrollen. Also man hat jetzt nicht so diese kurze, prägnante, mit 3, 4 coolen Teasern bestückte Homepage. Man hat extrem viel Content auf den Seiten und trotzdem muss quasi hier die Performance gewahrt werden. Und ein drittes Ziel war, dass 20% aller SKUs bei Google Top 10 gerankt werden. Das waren quasi die sehr ambitionierten Ziele, die quasi Anfang des Jahres 2019 aufgerufen worden sind. Genau, wie wurde dieses Projekt im Wesentlichen erstmal gestafft oder wie wurde dieses Projekt quasi erstmal strukturiert? Aus unserer Sicht haben wir den Kunden 4 wesentliche Workstreams empfohlen. Das war erstmal der Workstream Orga, also quasi, wie muss ich mich im Detail aufbauen, wie muss ich meine Abläufe optimieren, um überhaupt richtig E-Commerce, richtig Omnichannel-Commerce machen zu können. Also welche organisatorischen Voraussetzungen müssen gewährleistet sein. Zweites Thema ist, zweiter Workstream war das Thema Performance. Ich glaube, außer Rede ist allen bewusst, dass das Thema Performance einen immensen Impact auf das Kaufverhalten und die sogenannte Shoppability meiner Commerce-Umgebung hat. Generell war ein weiterer Workstream das Thema User Experience zu verbessern und ein letzter Workstream war das Thema Marketing, also quasi Steigerung des Traffics über alle möglichen Kanäle auf der Commerce-Plattform. Die Ziele waren, hatte ich schon genannt, genau. Im Detail haben wir natürlich uns auch überlegt, wie können wir den Kunden am besten hier auch quasi Leistungen anbieten und haben uns dort auch über unseren Partner Novomind und auch weitere Experten aus der Otto-Gruppe erweitert. Wie war denn unser genereller Arbeitseinsatz in diesem Optimierungsprojekt? Also uns war allen klar, dass man jetzt hier ad hoc und quasi mit ganz viel Manneskraft sofort nichts wuppen kann. Es war klar, wir müssen den Kunden schon erklären, das funktioniert nur iterativ. Man muss quasi schon mit Hypothesen anfangen, was könnte man an welcher Stelle denn verbessern und könnte quasi daraus erste Ableitungen, Umsetzungen ableiten und quasi auch Umsetzungen zu planen. Aber damit ist es ja auch nicht getan, diese Umsetzung zu machen. Man muss natürlich immer wieder gucken, wie diese Umsetzung entsprechend Effekt beim Kunden, bei der Conversion Rate oder auch bei der Performance bringt. Also letztendlich war dieser Optimierungskreislauf immer wieder in allen Workstreams unser zentrales Vorgehensmuster. Genau, jetzt möchte ich im Detail noch auf 2 Workstreams ein bisschen tiefer eingehen. Das war zum einen der Workstream UX, der letztendlich nicht das Ziel hatte, durch mehr Traffic mehr Conversion zu erzeugen, sondern eigentlich den aktuell vorhandenen, schon recht großen Traffic quasi effizienter zu nutzen. Quasi die Bounce Rate innerhalb des Conversion Funnels einfach zu reduzieren und die Conversion Rates damit höher zu nehmen. Wenn ich nämlich immer versuche, über massive Erhöhung meines Traffics mehr Umsatz zu generieren, ja, dann muss ich aber auch beachten, dass quasi durch diverse Online-Marketing-Maßnahmen meine Kosten einfach exorbitant nach oben gehen können und die Frage am Ende nach dem ROI ist halt quasi auch nicht sichergestellt dadurch. Deswegen ist der Ansatz in diesem Workstream gewesen, die Bounce Rate zu reduzieren und somit die Conversion Rate zu erhöhen. Im Wesentlichen zahlt dieses Slide jetzt auch wieder auf den iterativen Prozess ein. Es sei jetzt noch erwähnt, dass wir konsequent einen nutzerzentrierten Ansatz hier angewandt haben, zusammen mit den Experten von Novomind, aber auch von der Otto-Gruppe, quasi wirklich rausgefunden haben oder versucht rauszufinden, wer sind denn jetzt wirklich die Nutzer? Welche Einstellungen, Erwartungen und Verhaltensweisen haben die denn? Und was sind wirklich die Erwartungen und die Bedürfnisse, die sie denken, erfüllt zu bekommen, wenn sie mit dem entsprechenden System kommunizieren oder mit der Brand agieren wollen? Und wie kann ich denn im zweiten Schritt spezifizieren, wenn ich ein Gefühl dafür habe, wer meine Kunden sind, was ihre Bedürfnisse sind und Erwartungen, wie kann ich das denn im Wesentlichen
umsetzen. Also ein wesentlicher Aspekt hier sind beispielsweise Fokusgruppentests, dass ich quasi mir durch Brainstorming quasi Ideen von meiner spezifischen Fokusgruppe geben lasse, was sie an meiner Plattform ansprechen würde oder aktuell schon anspricht. Dann die dritte Phase ist natürlich die Umsetzungsphase, also wie designe ich denn Verbesserungen oder wie werde ich denn noch konkreter auf meine Zielgruppe, wie kann ich denn noch mehr ihre Bedürfnisse erfüllen. Und man kann das natürlich mit dem Holzhammer tun und quasi jetzt alles umstellen. Aber meistens ist das so kostenintensiv, dass das quasi nicht abbildbar ist und im Wesentlichen auch keine Verbesserung findet. Deswegen muss man sich jetzt hier wirklich Ansätze, wie beispielsweise Rapid Prototyping, zunutze machen, um Änderungen in so ein System reinzubringen. Und last but not least ist es wieder der Punkt Check. Also wie überprüfe ich denn, ob Verbesserungen bei meiner Zielgruppe angekommen sind oder ob das generell meine KPIs wie Conversion Rate oder Bounce Rate verbessert. Genau. Und auf Basis dieser Tests, beispielsweise UX-Tests oder eben auch AB-Tests, muss ich letztendlich ableiten, ob meine designten Maßnahmen letztendlich meinen Erfolg gebracht haben. Wenn nicht, fange ich vielleicht wieder von vorne an. Wenn doch, kann ich dann halt weiter gucken und kann auf weitere Bedürfnisse meiner Personas, meiner Zielgruppe eingehen. Ich möchte mal ganz kurz konkret auf das Thema UX-Tests eingehen. Also wir haben wirklich in Thailand zusammen mit Otto Group-Experten dort UX-Tests durchgeführt. Im Wesentlichen tut so ein guter UX-Test sich in drei Phasen unterteilen. Die erste Phase ist die Testvorbereitung. Aus meiner Sicht die Phase, die längste Phase und die Phase mit der größten Herausforderung und auch mit den größten Pinfalls, weil letztendlich das Recruitment meiner entsprechenden Teilnehmer wirklich auch repräsentativ sein muss für den entsprechenden UX-Test, den ich machen will. Deswegen als kleine Side-Mark, wenn ihr UX-Tests machen wollt, plant für die Testvorbereitung viel, viel Zeit ein. Oder nutzt auch quasi UX-Agenturen oder genau, also lasst euch dort unterstützen. Im zweiten Schritt die eigentliche Testdurchführung. Im Wesentlichen ist das ein Think-Aloud-Approach, also quasi die Leute, die quasi mit der Website, mit dem Mobile Application konfrontiert werden, werden aufgefordert, laut darüber zu reden, was sie dort gesehen haben, wie sie das wahrnehmen, werden auch vom Moderator geführt und werden auch vom Moderator gezielt Fragen gestellt, wie sie das jetzt zum Beispiel wahrnehmen, was sie dort sagen. Also das ist der Ansatz dort. Und ganz wichtig bei der Testdurchführung ist, dass nicht der Moderator dort die Ergebnisse dokumentiert, sondern dass abgeschottet quasi eine ganze Zahl von Zuhörern dort dabei ist, die quasi genau das beobachtet, was dort stattfindet und dies auch dokumentieren und quasi festhalten. Ja, und der letzte Schritt in jedem Test ist natürlich die Auswertung und die Ableitung von entsprechenden Aktionen oder eben auch Nicht-Aktionen. Ja, wie sah das jetzt konkret hier aus? Wir hatten jetzt quasi dort in Bangkok eine Art Fokusgruppenraum zusammen mit dem Kunden angemietet. Kann man oben links sehen, das war quasi der Testraum, wo letztendlich der Moderator zusammen mit dem Probanden den UX-Test durchgeführt hat. Und hinter dieser schwarzen Wand, was man im unteren Bild sieht, war der sogenannte Observing-Raum. Wir hatten dann quasi auch den Namen FBI-Room dafür ausgerufen, wo dann wirklich die Leute geguckt haben, was sagt derjenige jetzt, der gerade aktuell die App oder eben auch die Website testet. Und das Ergebnis war eine ganze Reihe von bunten Zetteln, die quasi dann wieder der Input für weitere Verbesserungsloops, für weitere Priorisierungen und für weitere Tests waren. Genau. Ein Punkt, ein weiterer Workstream, auf den ich jetzt nochmal eingehen will, ist das Thema Performance, also wirklich im Sinne von Zeit-Performance. Ich hätte gesagt, wir sind gestartet bei 3,4 Sekunden, gemessen bei Sync with Google. Und das war eigentlich im Wesentlichen, war das der Motivator, weil die Hauptkonkurrenten unserer Plattform, beispielsweise Shopee.com oder Lazada, zu dem Zeitpunkt bessere KPIs aufgewiesen haben. Zum jetzigen Zeitpunkt, gemessen quasi im Juni, sind wir mit den Plattformen, die wir dort betreiben, würde ich sagen, best in class in Thailand. Für deutsche Verhältnisse wahrscheinlich immer noch nicht super, aber das liegt wirklich daran, dass wirklich
ewig lange Homepages und ewig lange Seiten dort aufgebaut werden. Und was waren dort die wesentlichen Erfolgsfaktoren? Das ist jetzt schon relativ technisch, aber glaube ich trotzdem sehr interessant für alle. Man muss grundlegend sich Gedanken machen, wie eigentlich so ein Seitenladen für so eine Website aufgebaut wird. Weil viele Seiten laden quasi alles, was irgendwie in dem DOM, in dem Content drin ist, auch irgendwelche sophisticated Tracking-Pixel, die letztendlich den Seitenladen, die Seitenladezeit extrem negativ beeinflussen. Und ein weiterer großer Aspekt, der uns hier weitergebracht hat, der iShop ist ja eine Standard-Software. Einfach durch das Deaktivieren oder das Entfernen von Standardfunktionalitäten kann man halt auch viel Performance in Systemen gewinnen. Also es ist halt auch wirklich wichtig, Systeme zu haben, in denen man wirklich viel anpassen kann. Und im Wesentlichen noch zwei KPIs, die jetzt hier optimiert worden sind. Das ist Time to First Byte und das ist der First Meaningful Paint. Das ist wirklich auch sehr technisch, aber das waren letztendlich die beiden KPIs, auf die wir optimiert haben, wo auch Google am meisten mit Wert drauf legt. Summa summarum, nach einem Jahr Projektlaufzeit oder nach einem halben Jahr Projektlaufzeit mit immer wieder Iterationen gab es dann quasi Ende Q1 diesen Jahres eine Messung. Und zusammenfassend kann man sagen, wir haben auf allen Streams bessere Ergebnisse erzielt. Und ich glaube, das signifikanteste Ergebnis war, dass wir innerhalb eines Jahres den reinen Umsatz der kompletten Plattform um 80% erhöht hatten. Und damit natürlich auch auf allen Seiten Zufriedenheit erzeugt haben. Genau, damit möchte ich jetzt meinen Vortrag schließen. Bedanke mich für Ihr Interesse und ja, genau. Ja, prima. Vielen, vielen Dank. Ich schaue mal, ob es da Fragen gibt. Da warte ich nochmal. Ja, hier geht nichts verloren. Also wir haben alles aufgezeichnet, hoffe ich. Und wenn Sie morgen noch dabei sind, was wir hoffen, dann wartet da der David Speth mit seinem Ansatz und seinen Fragen. David, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz einen schnellen Ausblick geben, was du morgen so auf dem Zettel hast. Sehr gerne. Nachdem wir am Dienstag ja quasi die Theorie von Holger gehört haben, wie man gut Omnichannel-Commerce betreibt und Empathie für den Shopper als auch für den Shopbetreiber hat und wir heute einen super Vortrag gehört haben von Sebastian, wie das Ganze in der Praxis umgesetzt wird, greife ich mir morgen die Technik auf. Die hat der Sebastian auch schon mal mit dem Begriff Novomind iPIM und iShop angerissen. Und da werde ich morgen mal, wie wir im Norden sagen, Butter bei die Fische tun und sagen, wie das Ganze denn technisch umzusetzen ist. Also sprich, wie so eine E-Commerce-Plattform mit einem zentralisierten PIM, Marktplatz-Anbindung und gegebenenfalls auch noch Custom-Service-Plattform zusammen harmoniert. Ja, prima. Das ist doch schon mal ein toller Ausblick auf morgen. Ich sehe hier auch keine weiteren Fragen. Wir sind schon ein bisschen über die Zeit raus, was aber, glaube ich, nicht so schlimm ist. Ich sage vielen, vielen Dank an David, Sebastian und auch in Abwesenheit an den Holger. Und wir sehen uns alle morgen wieder. Bis dann. Bis morgen. Tschüss.